willkommen zu unserer nächsten Runde hier bei unserem Deckcheck. Wir spielen heute wieder mit dem Priester. Wir machen schauen mal nach, wie weit wir kommen mit unserem Deck, ob es was bringt. Und haben heute ein recht aggressives, kurzweiliges Deck. Es sind kleine Karten drin. Es ist noch nicht ganz optimiert, aber vielleicht habt ihr ja auch noch Tipps, was wir machen Anduin können. Und gegen oh mein Gott. Anduin! Ja, das Licht wird den Sieg bringen. Möge das Licht euch verbrennen. Unangenehmes Spiel. Weil wir dieses Mal... Ja, weil Priester hat halt... Da hat halt jeder keine guten. So. Grüße. Ist jemand verletzt? Wir spielen den. Das war's. Grüße. Wir spielen die Klerikerin, dass wir ein bisschen Karten ziehen können. Er ist ja eh noch nicht im Namen des Lichts. Da könnt ihr den Dreier spielen. Und wir... Ach, die ist natürlich beschissen. Ich hätte eigentlich gerne die Heilung eingesetzt, aber ja, schade. Na, da hätten wir auch schön noch was Schöneres machen können. Die beide zusammenspielen. Aber ich glaube, genau das werden wir jetzt in dieser Runde machen. Verdoppeln sie. Ich setze einen Angriff drauf. Sofort. Weil der Verwüster, der ist schon eklig. Jetzt hoffen, dass er kein nimmt 5 raus im Spiel hat. And it doesn't seem so. Wir nehmen uns benötigt ihr einen Segen? So. Sofort. Jetzt Daumen drücken, dass kein 5 raus ist. Und die Runde war extrem schnell. Ich frag mich, was der Blick hat. Aber die Runde ging schnell. Aber auch gemeines, wenn er da kein 5. Wenn er den hebt man sich natürlich auch für später auf. Um die Karte dann halt eben gegen die großen Gegner einzusetzen. Also es gibt recht wenige, die sie am Anfang halt eben als Startkarten behalten. Und somit konnten wir ihn recht schnell halt eben hier vor ein Problem setzen. Wir hatten natürlich auch ein bisschen Glück beim Kartenziehen. Ja, gebt einfach eure Kommentare unten ab. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und dann sehen wir uns bei unserer nächsten Runde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.